Vor 3 Jahren öffnete Cupra seine Garage in Barcelona und rollte die ersten Modelle, damals noch sportlich aufbereitete Varianten der Muttermarke, aus. Nun steht mit dem Formentor VZ5 aber die ganze Herrlichkeit des Verbrennungsmotors am Start. Unter der Haube des Sport-SUV arbeitet ein bekannter Fünfzylinder aus dem Audi-Regal mit 390 PS. Yeah, the Cupra Formentor VZ5 is coming to the market after 3 years of the launch of the brand, and it is intended to be at the end the maximum expression of performance in a combustion engine car, and it's the demonstration also that Cupra can do very emotional cars and very emotional models in this market. In der Praxis bedeutet das natürlich jede Menge Emotion, auch für echte Profi-Racer. I think the Formentor VZ5 is the best car we've produced so far. For sure it's the fastest car and the most powerful one, but also it's a car that we put a lot of effort in making a car that can transmit the attitudes we want to have in a Cupra car. And this is the state of the art. First time I try, I love this car. It was 2 days ago. And I tried the 5-cylinder car, and I was very surprised about how fast you can go with this heavy car and with this SUV car. Neben dem 5-Zylinder-Motor verfügt der VZ5 mit dem Torque-Splitter über ein weiteres Highlight. Dieser ermöglicht eine variable Momentverteilung zwischen den Hinterrädern. Die exakte Verteilung des Antriebsmoments ist stets abhängig vom gewählten Fahrmodus und von der jeweiligen Fahrsituation. Der Cupra Formentor Veloz 5 ist die Speerspitze der Formentor-Bauerei, und wir freuen uns sehr, dass wir dieses Auto nach Österreich bekommen. Es ist stark limitiert mit 7000 Stück weltweit, und in Österreich dürfen wir uns auf 300 Stück freuen. Wir gehen davon aus, dass dieses Auto sehr, sehr begehrlich ist und dass diese Stück in Österreich sehr gut ankommen werden. Der erste Eindruck ist super. Denn der Fünfzylinder, egal wo der drinnen ist, der ist einfach eine Macht. Ja. Fahrwerk gut, hat nicht so dieses typische Untersteuern, es liegt neutral. Was mir persönlich, das ist eine reine Geschmackssache, mir ist die Lenkung ein bisschen zu leicht. Last but not least, ein paar Hard Facts. Zwischen 0 und 100 km/h vergehen gerade einmal 4,2 Sekunden. Fahrer und Co-Pilot sind dabei gut in Sportschalensitzen untergebracht. Bei 250 km/h wird der Vortrieb elektronisch gestoppt. In der zweiten Jahreshälfte 2021 wird das Kraftpaket, von dem nur 300 Exemplare nach Österreich kommen werden, um rund 75.000 Euro zu haben sein.